Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Wir haben gerade einen außergewöhnlichen, verwirrenden Tanz gesehen. Ach geil, eine zerbrochene Brille ist bestimmt Pierre, ne? Können wir noch ein bisschen Mülltonnen durchforsten, weil der Gast noch nicht aufhört. Okay, da unten ist Auftragsbord, aber heute gibt es noch nichts erst. Übermorgen, wenn ich alle Samen kaufe, dann ist natürlich wieder ein Auftrag dran. Ah, da ist er endlich mal von seiner Couch hochgekommen und bewegt sich mal. Bye. Ich habe gewichtelt. Ich habe dir was in dein Links getan. Have fun. Oh nein, ich bin wieder langsamer. So. Dann schauen wir mal da kurz in die Mülltonne rein. Eine Joja-Cola. Dann einmal in die Minen. So, Tinten können, ich glaube, 100. Have fun. Wir werden sowas von sterben. Okay, eventuell könntet ihr jetzt einfach mal ein Schleimei trommeln. Ich glaube auch mit 100 von den Schleim kann man dann einen neuen Schleim den herstellen, ist aber wahrscheinlich dann immer in schlechter Qualität. Oh, so ein graues Mistding. Und die vermehren sich dann ganz lustig. Da können wir den zuschauen, wenn die sich paaren. Das sieht richtig lustig aus. Ich suche einfach nur den Abstieg. Danke. Dann schauen wir mal, jetzt ist ein bisschen Schleim in der Mitte. Da ist ein lila Pilz hier, wo so viel auffüllt. Haben wir mal gelernt. Wie ich schon das Stream gelernt habe, das war die wirklich. Gesamt über viele Spiele. Ich werde heute nur nicht allzu lange machen, weil ich muss noch ein bisschen Spanisch lernen heute. Aber morgen werde ich auch wieder streamen. Entscheiden wir. Also ich mache dann gleich mal eine Umfrage, was wir morgen spielen. Ich würde einfach sagen, ach, oh, das ist echt das Tintenkind. Ich würde einfach sagen, wir machen echt als neues Projekt dann für den 14 Uhr Start. Dieses wunderschöne Rune Factory. Das wird wahrscheinlich keiner was sagen, aber es ist so ein geiles Spiel. Okay, was machen wir jetzt dann noch den restlichen Tag? Jetzt haben wir das Tintenkind schon gekillt. Blöd. Aber ich muss ja raus zu Rasmodius, weil der so weit weg wohnt. Komm auf zu Rasmodius, den Zauberer. Mine verlassen. Auf zu Rasmodius. Bushaltestelle. Hallo Pam. So. Dann gehen wir mal zum Rasmodius. Oh. Ja, ich find's so cool. Ich habe jetzt einfach mein eigenes Zockerzimmer. Das ist einfach voll krass. Aber so was man sich schon immer gewünscht hat. Ich glaube, da hat jemand ein Alkoholproblem. Das sieht nicht gesund aus. Leila. Es tut mir leid. Hix. Der hat ein bisschen gereiert. Mein Leben. Es ist so erbärmlich im Witz. Oh, schau mich an. Ah, dazu hast du. Warum versuche ich es überhaupt? Schluchz. Ich bin zu klein und zu dumm, um Kontrolle über mein Leben zu gewinnen. Alter, der Alkohol hat einfach die Kontrolle über dein Leben. Ich bin nur ein Stück Müll, das vom Wind davongetragen wird. Rülps. Alter, wie viele Kästen? Ich komme in letzter Zeit oft her, schaue herunter. Vielleicht kann ich hier endlich Kontrolle über mein Leben erlangen. Diese Klippen. Oh, der möchte runterjumpen.
ab, aber ich habe zu viel Angst, bin zu besorgt, wie immer. Leila, alles, was ich mache, ist arbeiten, schlafen, mich betrinken, um meinen Selbsthass zu vergessen. Warum sollte ich weitermachen? Sag mir, warum ich jetzt sofort nicht sofort diese Klippe runterrollen sollte. Muss ich da als erstes antworten? Weil es so viel gibt, wofür es sich zu leben lohnt. Ja, es braucht dich. Du bist wie ein Vater für sie. Es wäre eine Sünde, dass es so falsch. Die Entscheidung ist deine, aber ich bin immer für dich da. Also das Letzte ist halt so cute gemeint, aber das kann er halt so sagen, so, ja, schau, selbst du willst irgendwie, dass ich mich umbringe. Das Erste ist irgendwie so dieses grundsätzlich, dieses, ja, schau mal, es lohnt sich doch für alles zu leben. Und dann, ja, sein Vater weiß jetzt auch nicht, wie er darauf reagiert, weil das seine kleine Schwester ist. Also, ich weiß es nicht. Ich habe halt echt Angst, dass ich das jetzt verkacke ein bisschen. Nehmen wir mal das Erste. So der Ermutigungsspruch. Der wird schon nicht die Klippen runterrollen. Für dich vielleicht, aber nicht für mich. Du verstehst das nicht. Geh einfach. Warte. Leila. Vielleicht könntest du mich ins Krankenhaus bringen. Okay, vielleicht hätte ich mir sagen sollen, ich bin immer für dich da. Eventuell. Ich habe ihm den Magen ausgepumpt und ihn rehydriert. Er wird es überstehen. Es ist aber gut, dass du ihn hergebracht hast. Hä, warum ist jetzt das Internet weg? Okay, das Internet ist weg. Zu viel Alkohol ist furchtbar für den Körper, aber jetzt mache ich mir am meisten Sorgen. Wegen seiner mentalen Gesundheit. Wenn er zu sich kommt, werde ich mit ihm über Behandlungsoptionen reden. Ich kenne deinen exzellenten Berater in der Nachbarstadt. Warum ist jetzt mein Internet weg? Ich habe heute einen neuen Router bekommen. Das Leben kann manchmal schmerzhaft sein. Ah, okay, ist wieder da. Aber es gibt immer die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Daran musst du glauben. Natürlich, da glaube ich voll und ganz dran. So. Ja, der Alte ist einfach nur ein Alkoholiker. Finde auch, dass man diesen Menschen halt nicht helfen kann, irgendwie. Ja, aber was ist denn jetzt gerade los? Also jetzt ist mein Stream wieder da, aber ich weiß halt nicht, warum der gerade irgendwie kurz weg war. Und das gefällt mir nicht, weil ich heute einen neuen Router bekommen habe. Und ich habe halt gehofft, dass es jetzt endlich mal aufhört, dass hier irgendwas rumspackt. Hallo Rasmodius. Die Elementare sind zufrieden mit der Arbeit, die du erledigt hast. Hier deine Bezahlung versprochen. Erledige Monster 350. Juhu. Welche? Nichts machen. Kann ich hier oben irgendwas machen? Das da sieht spannend aus. Nein. Ich möchte mein Aussehen nicht ändern. Gut. Gehen wir mal unten bei den Frühlingszwiebeln noch vorbei. Ja, aber ich weiß halt echt nicht, warum jetzt gerade irgendwie das Stream kurz weg war. Gibt so gar keinen Grund dafür, aber. So, da habe ich noch was. Dann da. So. Habe ich da irgendwie Zwiebeln? Nein. Ach, da sind welche. Nimm die immer gerne mit, weil die sind halt einfach gratis. So müssen wir irgendwann mal säubern. Das müsste ja der Weg sein, wo es zu unserem Freund in Kubus geht. Da können wir auch einfach mal rüberschauen. Können wir da was Sinnvolles für ihn machen? Schaut mal, wie appetitlich es hier aussieht. Komme ich da schon durch? Ein Paket im Weg. Nein.
Ich möchte mal wissen, wie ich da reinkomme. Ah, die Kanalisation fließt heute schnell. Das freut mich, Bro. Pizza! Ein Schattenei, Monsterkamin. Ach, 2 Millionen kostet das Zepter. Gut. Dann gehen wir mal wieder. Sollten wir wieder mitten in der Stadt sein? Ja! Wenn ihr wisst, was unter euren Häusern ist, dann ist hier leckere Kanalisation. Aber ich muss dazu einfach nur das Gemeindehaus fertigstellen. Aber mir fehlt halt auch nicht so viel mehr, gell? Das ist mit Mani, ist das andere, dann mit den Straußfarmen, das mit den Rotkohl. Morgen muss ich übrigens in die Wüste fahren, um die Sommersaat zu kaufen, wo es da draußen gibt. Also morgen muss ich eh in die Wüste. So, was haben wir da? Nimm einfach, weil sie irgendwas braucht davon. Sehr viel Schrott gefunden. Ach, ich habe eine Recyclingmaschine. Und ich habe ein Dia. Bin stolz. Ein Diamant. Was haben wir dann? Da ist schon mal nichts drin, was wir brauchen. Aber da. Dann kann hier der Rest weg. Haben wir noch irgendwas zu machen? Nö. Das war nochmal das mit der geheimnisvollen Notiz. Also einerseits mit den. Genau. Und das mit dem Hund da drüben. Weil das ist ja unlösbar auch im Hallöchen. Bist du noch wach? Vielleicht besuchst du uns heute Nacht eine Hexe, haha. Wenn das Leben nur so interessant wäre, ja, das kann passieren. Und dann hast du lauter Schattenhühner. Haust du erstmal eine Runde dumm. Gut, dann gehen wir mal schlafen. Ja, ins Bett gehen. So, dann sind wir mal aufgestanden. Letzter Frühlingstag. Wuhu. Es ist wieder schönes Wetter. Bitte regnet es morgen, so am ersten Tag im Sommerregen. Wer hätte es auch erwartet, ganz ehrlich. Kein Glück heute. Schön. Glücksmahlzeit. Wie mache ich die Glücksmahlzeit? Erstens, wo ist die Glücksmahlzeit? Und zweitens, wie mache ich sie? Füllung, Bauern, Radieschen, Tintenfisch, Kürbis, Kochsalat, Preiselbeer. Nein, irgendwie nicht. Gemüsepfanne, nein. Glücksmahlzeit, hier eine Seegurke, ein Tortilla und eine blaue Jasmin. Ja, durchaus, durchaus, durchaus. Die hier muss ich, glaube ich, machen, diese Maki-Rollen hier oben, aber das bringt uns halt eh nichts. Hallo Shane. Hey. Hallo. Oh Mann, wie sage ich das? Es tut mir wirklich leid, was bei den Klippen passiert ist. Es war peinlich. Ich bin froh, dass ich da war, um zu helfen. Du hast einen ernsthaften Nein. Ich bin froh, dass du, bin nur froh, dass du noch lebst. Ja, nehmen wir mal das Letzte. Wow, es war so schlimm, was? Ich kann mich kaum mehr erinnern. Ja, wenn man sich irgendwie wegsäuft, was denkst denn du, was dann passiert? Ich werde einen Therapeuten besuchen. Harvey hat mir einen seiner Kollegen vorgestellt. Das klingt jetzt nicht so glücklich. Jedenfalls, danke, dass du dich um mich gekümmert hast. Und ich wollte, dass du weißt, dass die Dinge jetzt etwas ernster nehmen werde. Ich will niemanden zur Last fallen. Du fällst kein zur Last, du hast nur ein Alkoholproblem. Hallo Sebastian. Wir sollten mehr Schleime züchten. In großen Mengen können wir sie sehr profitabel sein. Und es ist so einfach, sie groß zu ziehen hier. Und schauen wir auch, dass es sehr fernsinnig ausgeht. Kommt schon wieder die lustige Meldung. Okay. Außerdem produzieren sie ja. Wenn du dich um die Viecher kümmerst, die dich anfallen. Können wir gerne darüber reden? Oh, eine rote Platte von Amelie. Und was? Ich habe eine verrückte Idee und will dich da einbinden. Ich nenne es Kleidertherapie. Komm bitte beim Haus des Bürgermeisters vorbei, um zu sehen, was es gibt. Okay. Ich hab Angst.
Hallo, meine süßen Babys. Okay. Oh, ein Entenei, das können wir auch sponsoren. So, dann sagen wir Hallo zu den anderen Tierchen. So. Da sind nur ein paar von den Preiselbeeren reif. Gut. Dann schauen wir mal da rein. Ach ja, das noch am Ausbrüten. Irgendwann brauchen wir da mal eine Gießkanne. So. Oh, eine Aprikose und eine Lachsbeere. Gut. Ach, er hat den Hundetrog gefüllt oder ist noch von Regen voll. Das ist irgendwie ekelhaft wäre. Ich glaube, unser Hund würde das trinken. Gut, dann verkaufe ich mal kurz, was wir da bekommen haben. Nicht die Eier. Und dann geht's mal auf in die letzter Frühlingstag des Jahres 2. Gut. Ich sehe gerade nur, ich muss die Folge beenden. Okay, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Stardew Valley. Bis dahin. Tschüss.